Wer kennt das nicht? Man holt gerade mal wieder eine alte CD oder ein altes Computerspiel raus und will mal wieder in Erinnerungen schwelgen. Doch dann legt man die CD ein und sie ruckelt fürchterlich im CD-Laufwerk oder beim Computerspiel läuft die Installationsroutine gar nicht ab wegen eines I/O-Fehlers. Kurz gegoogelt, die CD ist verkratzt. So, jetzt eigentlich eine Katastrophe. Man kriegt die CD nirgendwo so schön wieder mehr her und man hat auch keine Lust, jetzt schnell was bei Amazon zu bestellen und dann die Liefergebühr noch zu bezahlen. Aber damit lässt sich Abhilfe schaffen. Das Programm heißt CD Recovery Toolbox Free. Das Programm rechnet Bitfehler aus CDs und DVDs raus, speichert die fertigen Dateien in einem Ordner auf dem PC und ist 100% kostenlos. Download gibt es an der hier angegebenen Webadresse oder in der Videobeschreibung. So, jetzt kommen wir zum 10-Schritte-Tutorial. Ist erstens, CD ins Laufwerk legen. Klar, verkratzte CD ins Laufwerk legen. Logisch. Zweitens, das Laufwerk auswählen. Davon muss man vorher noch sagen, dass man CD Recovery Toolbox Free natürlich herunterladen und installieren muss und dann starten muss. Das sieht dann so aus, wenn Sie CD Recovery Toolbox Free starten. Sie wählen Ihr Laufwerk aus. Wenn Sie mehrere haben, dann wählen Sie das mit dem entsprechenden Programm aus. Ich habe jetzt hier das Computerspiel Jäger. So, ich klicke da drauf und klicke dann anschließend auf Next. So, dann das Speicherziel auswählen. Wir klicken hier auf diesen Ordner und erstellen uns am besten vorher schon einen neuen Ordner, einen leeren neuen Ordner. Das kann ich Ihnen nur ans Herz legen, einen leeren neuen Ordner erstellen. Klicken wir hier drauf und wählen den Ordner aus und klicken dann auf Next. Zu sichernde Dateien auswählen. Nachdem wir auf Next geklickt haben, müssen wir die gesicherten Dateien auswählen. Ich kann Ihnen da nur empfehlen, einfach auf Check All zu klicken. Wenn Sie einzelne Dateien auslassen, wie zum Beispiel eine README, dann macht das auch nicht wirklich das Kraut fett. Einfach Check All klicken, dann noch bestätigen, auf diesen kleinen Button Save hier drücken, der ist gerade deaktiviert. Sobald ein Element ausgewählt ist, wird er aktiviert. Jetzt müssen Sie warten. Lange, lange warten. Dieser Prozess kann vielleicht auch mal 2, 3 Nächte dauern, hat er bei mir gedauert, bei einem Computerspiel mal. Na gut. Aber es funktioniert auch letztendlich. Sie müssen ihn einfach arbeiten lassen. Am besten machen Sie in der Zeit nichts an dem Computer oder suchen sich irgendeinen schwachen Computer heraus, der diese Arbeit übernehmen kann. Aber Achtung, je schneller der Computer, desto besser kann er Bitfehler aus CDs rausrechnen. Aber das CD-Laufwerk hat halt auch seine Grenzen. Dann brauchen wir, wenn wir fertig sind, brauchen wir das Programm Folder to ISO. Wieso, erkläre ich Ihnen nachher. Folder to ISO ist ein Programm, mit dem Sie Ordner in ein CD-Abbild verwandeln können. Hä, was ist denn ein CD-Abbild? Nun gut, Sie haben jetzt mit CD Recovery Toolbox Free den gesamten Inhalt der CD in einen Ordner gespeichert. So, damit man das jetzt wieder auf eine CD brennen kann, sollte man vorher ein CD-Abbild erstellen. Das ist sozusagen wie eine Fotografie von einem CD-Laufwerk in eine Datei zusammengequetscht. Dafür empfehle ich Ihnen Folder to ISO. Sie können natürlich auch einfach nur die Dateien auf das CD-Laufwerk raufschieben, aber mit einer ISO-Datei sparen Sie Speicherplatz und haben nur eine einzige Datei, die Sie dann später auch mounten können. Falls Sie sich damit auskennen, können Sie dies auch machen. Mit dem Folder to ISO entpacken wir jetzt den Ordner in eine ISO. Dafür, Moment, dafür klicken wir auf Select Folder. Und dann wählen wir unseren Ordner aus, dann Select Output. Da müssen wir einen Namen angeben für das Ding. Label of the ISO, das ist scheißegal. Halt MKI Softs, auch scheißegal, keine Ahnung was ist. Einfach auf Generate ISO klicken. Sollte nicht allzu lange dauern, vielleicht eine Minute oder so. So, das wäre damit abgehakt. Jetzt müssen wir die ISO brennen. Das funktioniert folgendermaßen. Rechtsklick auf die ISO und unter Öffnen mit Windows-Datenträger Abbild brennen oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ich hab mir so verhauen. Ich habe ganz viel Software installiert und auf einmal war das Ding weg. Ansonsten mit CD-Burner XP brennen. Falls der Eintrag nicht da ist, werdet ihr euch wahrscheinlich auch ein bisschen mit Computern auskennen, weil ihr dann so viele Software runtergeladen habt, dass es überladen ist. Dann werdet ihr es auch mit CD-Burner XP hinkriegen. Das versichere ich euch. Wenn nicht, dann mache ich nochmal ein Tutorial. Dann bitte Anfragen in die Kommentare. Jetzt die CD entgegennehmen. Und wo ist der 10. Schritt? Genau, der ist aber freiwillig. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wäre total froh, wenn ihr vielleicht meinen Kanal abonnieren würdet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und macht's gut. Tschüss.